Hallo und willkommen zum nächsten Video für Nintendo Land. Und zwar spielen wir als nächstes Yoshis Früchtewagen. Oder Yoshis Fruit Cart auf Englisch. Das ist ein... Ja, das ist ein Spiel, das richtig toll zeigt, wie gut die Yoshis Island Musik ist, zum einen. Und zum anderen die Möglichkeiten des Gamepads ganz gut aufzeigt. Denn zuerst mal schnappen wir uns hier unseren Yoshi-Wagen. Und hier sehen wir schon, wir sollen eine Linie vom Start bis zum Ziel zeichnen. Das ist ja alles relativ einfach. Und wir beginnen in Level 1. So, wir sollen diese Früchte aufsammeln. Dadurch wird sich die Tür öffnen und wir können ins nächste Level. Das Problem dabei ist, die Früchte seht nur ihr auf dem Fernseher. Ich für meinen Teil sehe auf dem Gamepad nur den Startpunkt und die Türen. Und man muss sich halt anhand des Hintergrundmusters so ein bisschen orientieren und entsprechend Yoshi zum Ziel führen. Ich werde jetzt hier einfach mal eine Linie einzeichnen und werde zur normalen Tür gehen. Die Fragezeichentüren sind Warp-Türen, die uns in spätere Levels bringen. Aber jetzt will ich euch natürlich erstmal die Basics des Spiels zeigen. Und wir haben es geschafft. Unten sieht man auch die grüne Leiste, das ist unser Fruchtsaft. Wenn uns der ausgeht, schaffen wir es nicht mehr bis zur Tür. Und hier haben wir es schon ein bisschen schwieriger. Hier haben wir kein Karo-Muster mehr. Kleinen Moment nur, ich werde nur mal kurz einen Schluck trinken. So. Wir werden uns jetzt auch ohne die Warp-Türen einfach ganz normal durch die Levels spielen. Wenn ihr die späteren Levels sehen wollt, dann solltet ihr das Spiel vielleicht mal selbst spielen. Denn ich will ja jetzt auch niemandem zu viel zeigen, zu viel spoilern. Ich will euch ja hier wirklich nur mal alle Spiele so ein bisschen zeigen. So, wie gesagt, hier schon ein bisschen schwieriger. Hier muss man sich jetzt ein bisschen an dem Lichtpunkt in der Mitte orientieren. Und ich glaube, das hat schon nicht so gut gepasst, was ich da gezeichnet habe. Ich mach's mal lieber so... Und so. Und los. Ich ziehe da immer gern so ein bisschen kleine Schlaufen, damit ich auch die Frucht nicht haarscharf verpassen kann. Und wir haben es geschafft. Und kriegen Punkte. Hier haben wir ein Spiralmuster. Das geht wieder relativ einfach. Da müssen wir einmal hier und einmal da. Und dann nehmen wir uns das Geschenk noch mit. Da können bestimmte Extras drin sein. Entweder Münzen oder... Das war falsch. Entweder Münzen oder Häkchen, mit denen wir uns Markierungen auf dem Fernsehbildschirm setzen können, um zu wissen, wo wir lang gehen müssen. Oder auch Extra-Leben können da drin sein. Schauen wir doch mal, was wir bekommen. Wir bekommen 10 Münzen. Sehr schön. Und das war jetzt eigentlich ganz schön knapp und jetzt bin ich doch in die Warp-Tür gelaufen. Naja, dann warpen wir uns eben doch ein paar Levels voran. Wo kommen wir denn hin? Ins Level 8, das geht ja noch. Gut, dann... Hier haben wir auch keine Warp-Tür mehr. Interessant, das wusste ich jetzt auch so noch nicht. Gut, versuchen wir uns hieran mal. Ich denke, das dürfte so sein. Dann müssen wir dahin. Die mit Nummern gekennzeichneten Früchte müssen natürlich in der richtigen Reihenfolge gefressen werden. Wie man sich's ja vielleicht schon denken kann. Hier ziehe ich dann besser wieder eine Schlaufe. Das könnte ganz gut gehen. Und hier ziehe ich auch nochmal eine Schlaufe. Gut, versuchen wir es. Und die Kleinen und die Kleinen und die Erdbeere auch. Sehr schön. Und jetzt, wenn er die Orange noch erwischt. Puh, aber gerade so. Wie man auch sieht, wir laufen hier gerade einen sehr schönen Stern. Und haben damit auch dieses Level geschafft. Und weiter geht's in Level 9 mit einem... Aha. Okay. Jetzt gehen die beweglichen Früchte los. Ich würde sagen, das machen wir einfach so. Hier muss man jetzt einfach beim Loslaufen ein bisschen timen. Das
dass man nicht an der Frucht vorbeirennt, wie ich es gerade getan habe. Ach, herrlich. Ganz toll. Naja. Versuchen wir es noch einmal mit einem etwas größeren Bogen. So, jetzt aber. Friss die Melone. Yoshi, du magst Melonen. Gib es zu. So, und damit geht es weiter ins Level Nummer 10 mit einem Loch. Das Loch sehe ich übrigens auch nicht auf dem Bildschirm. Das soll natürlich dazu beitragen, dass ich auch möglichst reinlaufe. So, jetzt hier ein bisschen an den Punkten orientieren, wie die denn hier im Kreis laufen. Das dürfte etwas zu eng sein. So und so. Und jetzt nur nicht ins Loch reinlaufen, das dürfte funktionieren. Wir bekommen ein extra Leben, sehr schön. Und die Melone und die Weintrauben. Und an der Erdbeere rennen wir einfach vorbei. Das war's mit unserem extra Leben. Ja, gerade bei den kleinen Früchten ist das ein wenig knifflig zum Teil. Das machen wir jetzt einfach so. Und schon haben wir die Erdbeere auch. Auch ganz hilfreich sind immer diese Spuren, die man von den fehlgeschlagenen Versuchen erhält. Die sehe ich nämlich auf dem Bildschirm auch. Und hier haben wir jetzt schon zwei Löcher. Und zwei bewegliche Früchte. Okay, das machen wir so und so. Und so und so. Nein, das dürfte schief gehen. Ihr seht halt jetzt leider nicht, was ich zeichne. Wenn man das auf dem Bildschirm angezeigt kriegen würde, wäre es auch ziemlich einfach. So dürfte das eigentlich hinhauen. Jetzt muss ich nur ein bisschen das Timing der Früchte erwischen. So. Los, Yoshi. Schnapp dir die Melonen. Und das war ganz schön knapp. So, hier haben wir jetzt eins der Häkchen gekriegt. Und haben das Level geschafft. Ein Karo-Muster. Sieht ja total einfach aus. Naja. Hier kann man... Hier könnte ich jetzt theoretisch ein Häkchen setzen, lohnt sich aber nicht, denn die Level mit Karo-Mustern, die sind eigentlich immer relativ human zu lösen. Die Pepperoni hier übrigens, was die bewirkt, werdet ihr gleich sehen. Das ist ziemlich hilfreich. So, dann laufen wir hier entlang und da entlang und dort entlang. Und dann hier entlang. Und theoretisch sehe ich gerade, bräuchten wir die Pepperoni in diesem Level gar nicht, weil wir sowieso an allen Früchten vorbei müssen. Die Pepperoni macht nämlich folgendes. Noms, 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 noms. Da fressen wir einfach mal alles, was vor uns ist. Aber das hier ist sowieso der sicherste Weg. Das heißt, wir wären sowieso an allen Früchten vorbeigekommen. Gut. In diesem Level werde ich jetzt gleich mal das Häkchen setzen. Und zwar versuche ich die Stelle zu treffen, an der die Pepperoni ist. Die dürfte ungefähr hier sein. Naja, fast. Der Trick bei diesem Level ist einfach, den Moment zu erwischen, in dem alle Sachen in einer Linie sind. Dürfte auch nicht allzu lange dauern. Ist im Grunde halt immer dann, wenn die Orange einen kompletten Kreis gefahren hat. Diesen Moment muss man erwischen. Beziehungsweise sieht das gerade gar nicht mal so gut aus. Die fährt noch eine Runde. Okay, jetzt einfach nur mit dem Timing den richtigen Moment erwischen. Kann sich nur um Stunden handeln. Vielleicht auch um Wochen. Und was habt ihr heute noch so vor? Also ich habe ja vor, darauf zu warten, dass so ein paar Früchte im Kreis fahren. Das war... Ja, das hat gepasst. Und wir haben wieder 10 Münzen erhalten. Gut, das hier wäre jetzt an sich gar nicht so schwer vom Muster her, wenn diese blöden Früchte jetzt nicht hier einen auf Mario Kart machen würden und hier rumfahren. Gut, wie machen wir das? Das machen wir so. Jetzt nur nicht in den Mittelpunkt geraten. Dann hier hin. Okay, jetzt muss das räumliche Vorstellungsvermögen her. Wenn die Frucht
da ist, dann ist die Frucht da. Und wenn die da ist, ist die da. Das heißt, wir müssten dann so und dann so und dann so und dann so. Okay, jetzt nur noch kurz das richtige Timing erwischen. Und los geht's. Oh, oh, das könnte knapp werden. Okay, komm, komm, komm. Yoshi, die Weintrauben auch noch. Puh, fast vorbeigerannt. Aber wir haben es geschafft und jede Menge Fruchtsaft verschwendet. Aber wie ihr seht, der wird immer ein bisschen nachgefüllt und... Das ist knifflig. Ich glaube, ich werde doch versuchen, jetzt in das Warp-Tor zu kommen, auch wenn ich da ziemlich nah an dem Loch vorbei muss. Okay, wir brauchen die Frucht. Wir brauchen die Frucht. Dann können wir uns hier die Peperoni holen. Die frisst dann das hier. Moment, dann muss ich hier etwas schräg die Peperoni erwischen. So. Dann können wir das hier. Oder nein, dann laufen wir hier einen Haken. Holen uns das. Auf jeden Fall finde ich die Musik total super. Das muss ich an dieser Stelle einfach mal erwähnen. Gut, versuchen wir es. So. Yoshi, was tust du? Warum frisst du die Nummer 3 vor der Nummer 2? Sag mir das. Okay, das heißt, wir müssen hier so ein bisschen schräger ran. Dann können wir uns hier gleich die Sachen holen. Das Praktische ist natürlich jetzt, dass zumindest die kleinen Früchte schon weg sind. Und so dürft's jetzt hinhauen. Oder auch nicht. Das heißt, wir werden volle Kanne gegen die Banane rümpsen. Und haben's damit versemmelt. Gut, allzu lang geht der Part jetzt noch nicht. Das heißt, das ist die perfekte Gelegenheit, ihr habt jetzt ein bisschen was vom Spiel gesehen, dass ich euch jetzt mal zeigen kann, was man mit den Münzen machen kann. In diesem Spiel bekommt man übrigens Münzen wie verdammt nochmal total blöd. Das ist die Steigerungsstufe von Münzen wie blöd bekommen. Und zwar hüpfen wir hier auf den Turm und tippen die riesige Monita an. Und dann kommt ein Spiel mit einer total super Retro-Mucke, wie ich finde. Und es ist, ja, quasi so ein Automatenklassiker. Wir lassen unsere Münzen hier reinfallen und wollen unten die Ziele treffen. Was gerade bravourös gelingt. So. Kommt schon, ja. Für jeden abgeschlossenen Level gibt es ein Item. Und wie ihr es ja schon gesehen habt, ein paar der Punkte waren schon orange. Das wird jedes Mal, wenn mir die Münzen ausgehen, einfach gesaved, so dass ich das nächste Mal weitermachen kann. Was ich auch sehr nice finde. So, ich werfe hier jetzt einfach mal einen ganzen Stoß Münzen rein. Und eins fehlt noch. Komm schon, das kriegen wir auch noch. Na, na. Und ich möchte nochmal betonen, wie super ich diese Musik hier finde. Ach, jetzt kommt schon. Jetzt hier aber so. Jetzt trifft hier aber eine rein. Man neigt irgendwann dazu, so ein bisschen verschwenderisch mit den Münzen zu werden. Alle Mathematiker unter euch, die können das hier sicherlich mit Leichtigkeit lösen. Mit irgendwelchen komischen Winkelberechnungen und sonst was. Ich persönlich mache das im Grunde einfach so. Ich bin sicher, da bin ich nicht alleine mit dieser Einstellung. Na komm, diesen einen Level möchte ich jetzt schon noch schaffen. Von diesen ganzen orangenen Sachen prallen wir übrigens... orange. Von diesen ganzen hellgrünen Sachen, da prallen wir übrigens ziemlich stark ab. Was zur Folge hat, dass die Münzen absolut unkontrollierbar werden. Was auch so seinen Reiz haben kann. Münzpanik! Und das sieht gar nicht mal so gut aus.
Komm schon. Eine Münze noch. Eine Münze muss noch in dieses Loch rein. Noch 5 Münzen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal so. Und das sieht ja wirklich ganz und gar nicht gut aus. Naja, vielleicht werden wir das später nochmal spielen. Einfach damit ich ein bisschen zeigen kann. Jetzt hüpfen hier oben aus Moronitas Krone 2 Items raus. Und die müssen wir jetzt suchen. Dieses Boing ist für uns ein Zeichen, dass genau hier ein Item liegt. Und wenn ich das jetzt antippe, kommt etwas raus. Und wenn ich das jetzt antippe, bekommen wir Infos. Dieser Krabbler schläft am Tag und wird bei Störungen schnell rabiat. In der Pikmin-Welt wimmelt es nur so von Punktkäfern. Und sie geben auch tolle Plüsch-Souvenirs ab. Das Ding ist aus Plüsch, sieht für mich eher wie so ein Roboter aus. So. Schauen wir doch mal, wo das zweite hingehopst ist. Eventuell, da ist es ja. Dann schauen wir uns auch noch an, was wir hier bekommen. Eine Bombe! Rote Bombe. Das gefährlichste Objekt der ganzen Strecke explodiert bei Kontakt sofort und wirft dich damit schmachvoll aus dem Rennen. Das ist ein Gegenstand aus dem Captain Falcon Spiel, das wir auch noch machen werden. Und ja, so nach und nach, wenn man so ein bisschen spielt, kann man sich da auch so das ein oder andere ansammeln. Ganz besonders schön finde ich hier diese Jukebox, denn an der kann man Musiken freischalten, wie zum Beispiel einfach mal ich weiß gar nicht, sie ist aus Super Mario World, ich weiß aber jetzt nicht mehr genau aus welchen Leveln. Ich glaube aber meistens aus diesen Side-Scrollern, wo man über irgendwelche Brücken musste. Oder auch gerne die Gerudo-Festung, beziehungsweise die Gerudo-Wüste. Oder wir hätten natürlich auch Captain Falcon, die ein paar F-Zero-Musiken. Das hier wäre dann Donkey Kong. Allerdings so das klassische Automaten-Donkey Kong, also jetzt das... jetzt nicht die Country-Serie oder sowas, sondern wirklich der Automaten-Klassiker. Das hier ist aus Takamaru's Ninja Castle, einem der wahrscheinlich in Deutschland eher unbekannteren, ich glaube, NES-Spiele. Hier haben wir dann eine Game & Watch-Musik. Da zum Game & Watch gibt es nämlich auch eine Attraktion. Und hier haben wir noch ein wenig Metroid. Haben wir was übersehen? Natürlich Pikmin. Pikmin darf natürlich auch nicht fehlen. Und das hier müsste Balloon Fight sein. Oder heißt das Balloon Fight? Wie hieß denn das Originalspiel? Wo ist es denn überhaupt? Da hinten. Mal ganz kurz gucken. Oder Balloon Trip. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, wie das Originalspiel hieß. Auch für den NES damals erschienen. So. Und jetzt stelle ich mir gerade selbst die Frage, was bewirkt dieser Knopf? Nein, ich wollte nicht auf Monita. Ich wollte dich nicht treffen, Monita. Yoshi's Island Musik habe ich leider noch keine freigeschaltet. Das wird immer zufällig bestimmt, was man denn bekommt. Ich aktiviere einfach mal die hier. Super Mario 3. Jetzt habe ich auch noch den Yoshi-Wagen aktiviert. So, wir könnten ja auch... Ich glaube, wir werden uns auch später mal ein bisschen mit den einzelnen Sachen, die es hier so gibt, befassen. Es sind ein paar ganz lustige Sachen dabei. Aber für diesen Part war es das jetzt erstmal. Als nächstes gehen wir... Was machen wir denn als nächstes? Das Pikmin-Spiel. Sehr schön. Das nächste spielen wir eine Runde Pikmin. Ihr dürft euch freuen. Also bis zum nächsten Video. Bis dahin, euer Paku.